Furz? Das war mein Schuh. Das hier ist ein Mixer. Das ist unser beliebtes Aerosol-Rad, was wir inzwischen tatsächlich sogar schon gepimpt haben. Und da ist ein Aerosol-Logo drauf. Zwar noch ein bisschen billig, aber es ist okay. Aerosol zertifiziert. Wir haben hier ein Glas und aus diesem Glas werden wir trinken. Und alles, was wir hier erdrehen, muss tatsächlich in den Mixer getan werden. Wir machen erst 2 Zutaten, dann 3 und dann 19. Hä? Ja, genau. Nein, machen wir nicht. Machen wir 3 zum Anfang oder 2? 3. Soll ich anfangen? Fein. Okay. Das ist schon wieder das Rad. Warum? Honig! Okay. Das ist normaler Honig. Leckerer Honig. Nein. Okay. Schmeckt super geil. Ja, mach nicht so viel, sonst klebt das Ding da drinnen komplett noch alles voll. Honig ist, glaube ich, nicht so gut zum Mixen. Dreh durch. Ja. Dreh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist, oh, guck mal, Chips. Oh, nice. Alter, wir kreieren hier was Neues. Es ist einfach Red Bull Honey. Honig mit Red Bull. Ja, yeah, ich meinte natürlich, das ist ein Energy-Getränk. Soll ich aufmachen? Ja. Was? Nee, mach rein. Alles? Nein, nicht alles. Aber so, dass der Honig sich mit dem vermischen kann. Okay, reicht. Aber Honig mit Energy ist ein... Nimm das weg, das ist nicht gesund. Mach das nicht nach und trink keine Energies. Jetzt so ein Würstchen würde da richtig gut reinpassen, oder? Nee. Bitte, was Gutes, bitte was Gutes. Kekse! Alter, Kekse, voll geil. Das sind Energy-Kekse dann. Das kann gut schmecken. Afrika-Vollmilch-Kekse, nur das Feinste für dich. Kein was? Problem. Du isst mit, gell? Trinkst. Was? Ich dachte, dieses Projekt heißt Lars isst alles. Lars isst alles. Willst du ihn reinmachen? Ein Keks hier. Gut. Ja, ey, ist echt gut. 2 oder 1? Mach ruhig mehr rein. Mach noch einen halben. Oh, Junge. Okay, bist du ready zu mixen? Komische Mischung, aber legen wir los. In 3, 2, 1. Hilfe! 5 Euro, wenn du die Hand da rein machst. 5! Was ist jetzt eigentlich so ein Power-ISO-Ding? Nichts ausgelaufen. I'm ready for a nice drink. Like this. Hä? Die schwimmen einfach oben. Oh mein Gott. Sieht aus, als hätte einer reingekotzt. Die Kekse, das sieht aus wie Kotze. Und das riecht nach Kotze. Weißt du, oh mein Gott. Wow. Das riecht nach so, die Leute, die so im Club sind und so Wodka Energy trinken und danach kotzen müssen. Das ist genau das. Die haben vorher eine Packung Kekse gegessen und sind ready. Es ist ja eigentlich nicht so schlimm. Wenn du weißt, was drin ist. Sieht einfach aus wie Abwasser, Alter. Hier, nimm einen Sip. Take a sip! Schmeckt man den Honig raus? Mhm. Echt? Nee, gar nicht. Da ist ein Keks drin. Ey, ich finde, das schmeckt voll in Ordnung. Das ist aber okay. Energy mit Keks und mit Dings. Junge, wäre da ein Würstchen drin. Das wäre widerlich. Oder Sojasauce. Aber so geht es klar. Wieso mache ich das? Der Energy Kick, gell? Wir waschen die Sachen jetzt erstmal aus und dann sehen wir uns gleich wieder. Bereit? Ich bin bereit. Oh mein Gott. Okay, Gurke. Gürk. Wir machen Freestyle. Oh, hey, voll schlau. Ich hab abgebrochen. Aber lass mehr Gürk machen. Mehr Gürk. Jetzt wird erstmal die Gürk gemixt. Was sollen wir machen jetzt? Hochkant. Hochkant die Gurk. So, probier's nochmal. Auf damit rumzuspielen. Bitte kein Keks. Also ein Würstchen würde jetzt passen, oder? Mhm. Soll ich mal drehen? Oder. Alter, Digga, du hast mit dem Bart angehalten, oder? Ach komm, hol ein Würstchen, egal. Ich wusste nicht, dass es da ist. Ich hab nicht mehr hingeguckt. Würstchenzeit! Mini Wiener, nicht vergessen. Mini Wiener. Grüne Gurke, aber schon richtiger Glibber. Eine, zwei, mach zwei. Aber nein, wir müssen das trinken. Jetzt hör auf, sie zu essen die ganze Zeit. Lars hat immer Hunger, wenn wir aufnehmen. Und dann fängt er immer an, während den Aufnahmen zu essen. Ich hab halt nichts zu frühstücken. Hier riecht's nach Würstchen.
Es riecht nicht schlecht. Ich finde es okay. Wir haben aber noch zwei Zutaten. Soll ich mal zuschauen? Wenn wir da reingucken in dieses Loch. So sieht es von innen aus. Ein lustiges, leckeres Mahl. Was ist das? Zimt. Zimt? Hol den Zimt. Ja, hol den Zimt. Huh. Ja, ja, ja. Hol den Zimt. Huh. Nimm das auf. Guck dir das an. Guck dir das an. Das brauchen wir zu mixen. Guck dir das an, was der macht. Der macht gar nichts. Der ist nicht mal im Video drin. Guck mal, der ist nicht mal im Video drin. Ich hab den nicht genug gehabt. Nicht mal im Video drin. Oh, Alter, das ging richtig schnell. So, jetzt mache ich hier ein bisschen Zimt rein. Oh, riecht schon toll. Ja, okay, stopp, das reicht, glaube ich. Ach du Heiliger. Aber das ist ja eigentlich egal, wir können. Bimbam. Dreh nochmal und dann machen wir den letzten Mix. Oh, let's go! Chips! Ja, Mann. Weißt du, warum der so Bock hat? Weil den. So, der kriegt das jetzt nämlich nicht mehr. Das hier wird gegessen. Ja, okay. Geh weg von den Würstchen. Hör auf damit! Ja, das passt jetzt reich. Voila! Eine Sauerei. Ja. Boah, nee, auch nichts. Boah, Junge. Lars, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob wir das wirklich trinken können. Ein bisschen Wasser hilft da immer. Neue Zutat, Säde wäre Säde. Reicht nicht zu viel machen, ja. Sonst verschwindet der Geschmack. Das ist das. Vollgas! Ein nicer Shake. Jetzt wird gegessen, weil es auf den Tisch kommt. Gurke mit Würstchen, mit Zimt und mit zu guter allerletzt ein paar Chips. Was ist? Komm. Ich schaff das. Du schaffst es schon, Champion. Ich rufe nur das. Nimm und probier das. Probier mal. Ich finde, das schmeckt legit nach nichts. Das schmeckt nicht nach Gurke, das schmeckt nicht nach Chips, das schmeckt nicht nach Würstchen. Da ist gar nichts mehr drin. Ich glaube, ich kotze gleich. Ja, also ich fand den ersten besser. Jetzt kommt der Zimt zu langsam raus. Und ich würde sagen, wir waschen das Ding jetzt nochmal aus und dann sehen wir uns gleich wieder. So, der letzte Drink ist der heftigste Drink, denn dieser Drink beinhaltet Drinks. Drinkity drink drink, drinkity drink drink, drinkity drink. Hol die Coke. Stay a while and listen. Sag stopp. Noch ein bisschen. Stopp! Und jetzt mixen! Nein, wir mixen das nicht. Das ist so dumm, das zu mixen. Apfel-Chili. Och Mann, Roman ist... Zeig doch mal, was das für eine ist. Pass auf, du darfst danach nicht hin... Nein, das darfst du nicht machen. Soll ich einmal abbeißen, so? Das sind nur die Kerne sind scharf, glaube ich. Guck mal, ich kann mich komplett hinter Lars verstecken. So, als ob du hier alleine wärst. Wo ist Rayman? Da ist Lars mit vier Händen. Alter, das sieht voll geil aus. Das brennt schon richtig in den Augen irgendwie, kann das sein? Ah, meine Augen! Ich glaube, solange die nicht getrocknet ist, ist okay. Alter, sind das viele Kerne. Okay, jetzt schlägt ein bisschen mein Herz, muss ich ganz ehrlich sein, aber ist okay. Bereit? Wie scharf ist die? Gib mal her. Ich hab nur angeleckt, wirklich. Das können wir nicht trinken. Das geht nicht. Das geht nicht, wir müssen das wieder raus tun. Das geht nicht. Ich kann... Oh mein Gott. Das hört gar nicht mehr auf. Oh hier. Mein Gott. Ich habe noch nie eine Habanero gegessen, aber die hat 300.000 Scoville. Na, kenne ich was mehr hat. Oh, Herr Junge. Wisst ihr, was wir gerade abgeleckt haben? Wir müssen uns dringend danach die Hände waschen. Das ist dieser Stumpf. Und wir haben gerade einfach nur dieses Ding abgeleckt und es brennt immer noch. Boah, Alter. Egal, wir machen das jetzt. Gummibärchen müssen wir reinmachen. Da sind so über viele Kerne drin. Oh nein! Die habe ich jetzt richtig schlecht aufgemacht.
Mach mehr rein. Alter, wir haben so, wir haben eine... Oh, Junge. Dieser Habanero brennt immer noch. Und wir haben nur die, das Ding kurz berührt. Das reicht. Gib mir mal eine. Eine fürs Gericht und eine für den Chef. Aber hör zu, das ist gut, weil Frucht killt Frucht. Dadurch kannst du die... Was ist? Hör jetzt auf, die Gummibärchen zu essen. Was soll ich sonst tun in das meinem hier, Leben? Das hier essen. Das war eklig. Bereit? Bereit. Das sind die Gummibärchen, okay? Schmecken saugeil. Chips! Aber hatten wir schon. Gibt es hier eigentlich schon etwas, was wir nicht hatten? Damit wir einfach alle hatten, nehmen wir jetzt einfach noch Apfelschorle mit rein. Komm. Hier, fang. Okay. Wir nehmen jetzt einfach, damit wir alles hatten, einfach noch Apfelschorle mit rein. Da hatten wir jedes einzelne... Oh mein Gott, oh mein Gott. Wir nehmen heute doch keine Apfelschorle mit rein, weil die ist gerade abwesend. Sei nicht mehr unter Druck, okay? Ist alles okay. Pass auf, das schießt. Nee, wenn du einen richtigen Trick hast, dann geht's nicht. Achtung. Ah! Wie so eine Operation auf einmal, gell? So, schütt jetzt rein. Junge! Lars? Ja? Ich glaube, wir sollten das nicht trinken. Ich möchte das nicht. Ich möchte das wirklich nicht. Aber du musst. Geruchstest. Ciao. Das ist unser letzter Cocktail für heute. Er nennt sich der Chili Teufel Supreme. Wir schütten das jetzt ein. Schere, Stein, Papier! Oh ja! Oh, ist das scharf? Oh, ist das scharf? Ja. Guck mal, wer ich bin! Das. Mach! Darf ich kurz riechen? Nicht riechen. Das riecht nur nach dieser Habanero. Wenn du das austrinkst, dann abonnieren dich, glaube ich, alle Menschen. Was passiert? Was passiert? Wie scharf ist das? Ich muss aus der Kammer raus. Die Gummibärchen retten das. Woo! Lars, wie schlimm war das? Ja, ich habe gute Stücke gehabt. Wirklich war nicht so geil. Das hat sich einfach schon. Aber ist okay. Probier's. Ich weiß, was abgeht. Okay, gut. Deine Lippen brennen noch. Aber du musst auch mit Stücke. Ich habe das so ein bisschen gekaut. Oh, das ist scharf, Alter. Ich kau immer noch auf dem Ding herum. Boah, ja, oh, meine Lippen brennen sogar. Dein Gesicht ist auch richtig rot. Aber ich finde, es geht noch. Ich nehme sogar noch einen Sip. Ja. Du musst dich hier nicht beweisen, Roman. Nein, ich kann das. Das ist schon scharf. Das ist schon ultra scharf. Und dir brennt doch der ganze Mund und ich bin für heute raus. So sieht der beste Drink der Welt aus. Oh. Ich glaube, mein Magen würde das auch nicht so gut finden. Und man sollte keine 300.000 Scoville in seinen Drink reinmixen. Und damit, meine werten Damen und Herren, hoffen wir auf jeden Fall, dass das heutige Video euch heute gefallen hat. Falls ja, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge, entweder hier auf dem Channel oder bei Lars. Schaut da in der Videobeschreibung vorbei, ihr abonniert uns auf Instagram und trinkt mit uns die leckersten Drinks. Ding! Ciao!